Schere, ihr kleinen Malakas, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu Antusa, denn ich habe ihren Kram erledigt. Ich bin doch jetzt fertig hier, oder? Oder war noch was? War noch was? Hippokrates, das ist was anderes. Setze sämtliche Waren im Lager. Ah, naja, stimmt, das hatte ich noch. Das hatte ich noch. Stimmt ja, stimmt ja. Wo müssen wir da hin? Wir müssen da hin. Das machen wir doch. Das ist doch fix erledigt. Ich zünde alles einfach an. Komplett. Von oben bis unten wird alles angezündet da. Oh, oh. So. Die ist immer noch hier am Hafen. Ja, sie ist weg. Sie ist bei mir auf dem Schiff. So. Ruhig. Verbass, ganz ruhig. Ella, kommst du da hoch? Ach, Phobos, Mensch. So, Schatz plündern, okay. Ja, das ist wieder ganz woanders. Oder muss ich hier auch hindern? So, na gut. Komm mal her. Zack, Junge. Oh, einmal durch den Kopf durch. Phobos macht lieber einen Abgang. Der weiß gar nicht, was er machen soll. Zack, komm gleich mit ins Gebüsch. Das ist der Ort. Verbrennen wir ein paar Waren. Jawohl. Da kommen wir rein, sehr schön. Hier ist der Schatz. Wer bist du denn? Geh mal weg. Du bist frei. Geh. Gehört aber nicht zu den Aufgaben, aber ich kann auch. Sind hier noch mehr? Ich kann auch die Leute hier nicht anzünden. Oder brennt dann die ganze Hütte? Ich weiß es nicht. Ich guck mal, ob hier noch ein paar sind. Bitte! Hilf mir! Jawohl! Soll ich noch aufmachen hier? Oh, geht gar nicht. So. Mach ich euch mal vielleicht noch einen Weg frei. Komm her, Junge. Zack, zack. Feierabend. So, aber passt. Ja, ja, gut. Da könnt ihr lang. So, war das das hier drin? Ich glaube schon, ne? Sonst ist hier keiner mehr. So, ich habe übrigens noch mal ein bisschen Facecam angepasst. Ist jetzt ein bisschen mehr so. Ja, natürlich. Natürlich, der Söldner. So, was soll ich machen? Missionsziel vor Ort. Setze sämtliche Waren im Lagerhaus des Völkers in Brand. Aber ist hier nichts? Sämtliche Waren? Soll ich hier einfach irgendwas anzünden? So, war das richtig? Ja, guck mal da oben. Ich weiß nicht, ist das hier richtig, was ich mache? Ah ja, eins von fünf. Geht aus, verdammt! Nein, geh aus! Das Feuer wird ausgehen, wenn du sagst, geh aus, verdammt. Dann wird's ausgehen. So, da drüben. Ah, alles klar, okay. Endlich brennt es sich nicht durch die Kleidung. Scheiße! Ich dachte, ich bin gestorben. Bist du der Höker oder was? Komm und hol's dir.
Junge, easy. Der Große, pass auf, der Große. Eisekalt, Junge. Na? Na, komm mal her. Jetzt gibt's die dicke Sense, liebe Freunde. Bam, Junge. Bam. 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 So, pass auf. Zack. Ach scheiße, nein, ich hätte 3 drücken müssen, okay. Die 3 ist das. Zack. 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 Kopfgeldjäger sind unterwegs. Zack. Wie ein Spartiat. Du bist entschlossen. Das haben wir gemeinsam. In den Flammen waren Unschuldige gefangen. Ich hab die gerettet. Die in dem Lagerhaus? Hab ich längst befreit. Junge. Ein guter Soldat tut, was ihm gesagt wird. Ein Großer ist immer 2 Schritte voraus. Natürlich. Danke. Ich bin Alexios. Ich würde mich auch bei dir bedanken, wenn ich deinen Namen wüsste. Brasidas von Sparta. Du bist neu hier in Korinth. In der Tat. Du bist auch ein Spion? Eine spartanische Taktik. Oh, ich habe Mittel und Wege. Ich bekomme das Gefühl, das gehört in Korinth dazu. Antusa hat ihre Hetären in jeder Ecke. Ah, Antusa. Wir sind uns uneinig, haben aber einen gemeinsamen Feind. Den Höker? Nein, Antusa. Einig, dass er sterben soll, aber uneinig wie. Was kannst du mir denn über den Höker sagen? Also hat Sparta auch ein Höker-Problem. Was weißt du über ihn? Seine Waffe hat eine große Reichweite. Korinth kämpft an Spartas Seite. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Dann ist deine Zusammenarbeit mit Antusa der sicherste Weg. Wenn es nach ihr ginge, würde der Höker durch die Straßen getrieben. Sparta will, dass er leise erledigt wird. Was hast du denn vor? Was willst du mit ihm anstellen? Der Höker hat Korinth unter seiner Kontrolle. Ich will ihn mit möglichst wenig Blutvergießen ersetzen. Ihn zu töten ist nicht gerade friedlich. Er muss sterben. Ja. Er verlässt den Thron nur, wenn er stirbt. Ganz einfach. Ja. Er spricht nicht die Sprache der Diplomatie. Überrascht mich nicht, nach all dem, was ich hörte. Wir haben seine wichtigsten Männer festgenommen. Die Bürger bewaffnet. Versucht, die Polis gegen ihn aufzubringen. Nichts half. Es bleibt nichts. Außer einem schnellen Schnitt mit dem Schwert. Auf jeden. Das hilft meistens. Wir locken ihn in die heilige Höhle Korinths und dann ist es vorbei. Warum knackt's jetzt nicht? So ein bisschen. Du sagst es. Ich kann dabei helfen, den Höker unschädlich zu machen. Wenn ich Korinth verlasse, ist der Höker lange tot. Tötest du ihn, wird Sparta in deiner Schuld stehen. Auch ich war einst Spartaner. Einst? Bis ich als Kind vom Taygetos-Gebirge geworfen und zurückgelassen wurde. Du bist der Sohn von Nikolaus von Sparta? Ganz Sparta kennt deinen Namen. Du bist hier? Und du bist am Leben? Unmöglich! Ich habe überlebt, mich selbst großgezogen, während das Leben in Sparta weiterging. Ganz gleich, ob man aus Sparta ist. Die Guten werden vergeben und ihnen sollte vergeben werden. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter, Myrine. Und nur Antusa kann mir helfen. Ja, Myrine. Du kanntest also meinen Vater. Du kanntest Nikolaus.
Ein guter Befehlshaber, aber ein sturer Spartiat. Und entlohnt für seine Loyalität. Aber er verschwand und seine Leiche wurde nie gefunden. Der Staat hat ihn für tot erklärt. Ist schon gut. Ich sah ihn zuletzt, als ich ein Kind war. Was weißt du über Myrina? Du weißt nicht zufällig etwas über sie, oder? Ich weiß, dass niemand solch eine Tragödie alleine tragen sollte. Und ich hörte, dass sie in dieser Nacht Sparta den Rücken kehrte. Niemand hat sie vergessen. Soweit ich weiß, wollte sie vergessen werden. So, aber kein Grund, in der Vergangenheit zu schwelgen. Es gibt keinen Weg zurück. Die Vertriebenen finden immer wieder ihren Weg nach Hause. Die Götter haben nur entschieden, dass du dafür kämpfen musst. Geht das denn nicht einfacher? Kopf hoch, Spartiat. Einfach gibt es nicht. Wiedersehen, Brasidas. Ingehorn, war nett. Wieder. Ich werde mit dir kämpfen. Sei mutig. Du auch. Jeder. So, hübsch. Kommt der Nächste an, ihr Scheißert? Ich glaub's nicht. Komm, nehme ich die noch gleich mit. Guck mal hier. Ja, komm mal her. Guck mal, wie ich hier hochklettere. Piu. Piu. Komm mal hier hoch. Warum? Komm doch hier hoch. In die Fresse rein. Kommt schon der Nächste. In die Fresse rein. Oh, verdammt. Aber das ist es jetzt. So, Nummer 1. Hat irgendein Blitz? Junge, die nehme ich alle mit. Komm her. Hat die ihren Leopard am Start oder was? Warte, ich muss ein bisschen Adrenalin sammeln. Und dann geht's ab. Zack, in die Fresse rein. Zack, in die Fresse rein. Und weiter geht's. Ja, ich weiß, dauert immer ein bisschen. Ach, die hat mich aus den Augen verloren, deshalb. Komm her. Und in die Fresse rein. Zack. Verdammt. Das ist so easy, ne? Komm her. Komm. Was soll's? Komm. Komm her. Hey, was soll's? Hey. Nicht abhauen. So. So, Leopard, du bist frei. Greift er mich jetzt noch an? Okay. Wenn du es brauchst. Jo, der geht aber ganz schön ab. Halleluja. Zack, Tod bestätigen. Und zack. Sardalen der Atalan... nicht wichtig. So, wo bin ich denn? Oh, ich bin Rang 6, Freunde. Ist aber irgendwie schade, dass immer wieder neue dazukommen. Ich find's cooler, wenn man die irgendwann mal so alle ausschalten könnte. Aber klar, es werden ja immer wieder neue Söldner ausgebildet und nur ein geil, Level 6. Level 6, Baby. Geil. Hi, grüß dich. Warum winkst du? Ist das... Nee. Ich dachte, das wäre Alkibiades. So. Jetzt muss ich aber doch wieder zur Antusa, oder? Jetzt habe ich doch alles erledigt. Oder? Oder nicht? Hippokrates, sprich mit Antusa in ihrem Haus. Ja, let's go. Wo ist denn das? Komm, die Schnellreise gönne ich mir doch. Zack. Wir kommen unserer Mutter immer ein Stückchen näher, Freunde. Zack. Befehlshaber aus. Was? Wo? Hier, oder?
Okay. Mal den Befehlshaber, da ist der Schatz. Alles klar. Echt? Pass mal auf, wenn ich wütend bin, mein Freund, dann ist Feierabend. Oh, okay. Guckt, wie ich euren Schatz stehle. Zack, einfach genommen. Vor euren Augen. Ist das nicht peinlich? So, warte mal. Komm her, was ist denn, wenn ich... Was ist? Hallo? Habe ich keine Pfeile mehr, oder was? Tatsache. Upp. Was ist, wenn ich den Pfeil anzünde und dann diesen Schuss mache? Ui. Uiuiuiui. Er ist hier. Er ist hier. Und... Alles klar. So. Komm her. Komm her. Zack. Und... Ja, ja, komm, 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 komm. Oh, der hält ja auch wirklich was aus, du. Bam. 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 So. Cool. Das haben wir auch abgeschlossen. Store. Geil, Freunde. Level 24 bald am Start. Es geht so ab. So, der ist tatsächlich schlechter. Hier. Irgendwas. Das können wir noch nicht. Alles schlechter. Gut. Aber hier haben wir noch ein Tuch bekommen. Ein Schleier. Hier irgendwas Neues? Nee, das ist auch schlechter. Die ziehen wir uns an. Schick, 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 schick. So, Antusa. Antusa, Baby. Ich habe gute Nachrichten. Wo bist du? Na komm. Zack, zack. Schönen guten Tag, Antusa. Na? Mein Plan ist aufgegangen. Die Schläger des Hökers haben mich angegriffen. Ich weiß. Ich habe auch gehört, dass sie dir keine Schwierigkeiten machten. Das war nicht mein erster Kampf in Korinth. Auch nicht dein letzter. Wir nehmen uns den Höker im Theater vor. Nice. Ich habe für ein korinthisches Drama gesorgt, das keiner vergessen wird. Brasidas sorgt sich, dass dem Tod des Hökers Anarchie folgen könnte. Er will ihn tot sehen. Aber es soll leise geschehen. Der Mann ist weit weg von Sparta. Wir sind in Korinth und machen es auf die Art der Korinther. Hm. Ach ja, das ist die Frage. Machen wir das jetzt nur wie... Ich weiß nicht. Aber es ist doch scheißegal am Ende, wie der stirbt, oder? Der soll... Eigentlich finde ich es besser, wenn er wirklich... unauffällig stirbt in der Höhle, wenn das keiner mitbekommt. Warum im... Ach, ich weiß nicht. Höhle, Theater. Am Ende ist doch scheißegal, wie der stirbt. Nee, ich bring ihn zur Höhle. Ich stimme Brasidas zu. Ich sage, wir bringen ihn zur heiligen Höhle. Das war nicht unser Plan. Ist doch scheißegal. Er muss beseitigt werden. Wir stellen ihn an einem abgelegenen Ort und er wird sterben. Ein einfacher Handel, weißt du noch? Wenn du darauf bestehst, wir treffen dich bei der heiligen Höhle. Guck nicht so böse. So. Das, Alter, das Licht. Holy shit, einfach alles so gelb. Oh. Ein Kultistenhinweis ist in der Nähe. What?
Was heißt denn das in der Nähe? Ist das hier irgendwo oder da in dem Haus oder wird? Wir gehen erstmal zur Heiligen Höhle. Machen wir hinterher noch, wenn wir die Zeit haben. So. Zack. Ha, da ist schon das Rätsel. Und den Schatz finden wir auch ganz schnell. Guck mal, haben wir den nicht sogar schon freigeschaltet? Jawohl. Ja, 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 Rätsel, Rätsel, Rätsel. Aber was ich mich frage übrigens bei den Rätseln, sind das hier alle Rätsel, die man finden kann? Weil hier hört es ja dann auf. Genauso wie hier. Kann ich, was ist, wenn ich dann, wenn das hier voll ist, kann, wird das dann gestackt irgendwie? Oder wird das hier, weil bis jetzt wird das ja auch nicht gestackt. So heißt das, ich kann noch 3, 5, 7, 9 Rätsel finden oder was? Oder, ist ja auch egal. So, da oben ist der Schatz. Du bist das also. Ach. Halbgott in den verschissenen Straßen Korinths. Du tötest meine Männer? Hilfst den verdammten Parasiten? Ja. Ganz genau. Arrogant. Arrogant. Genau wie deine Mutter. Was? Du wirst nie über diese Straßen herrschen, du Hund. Oh doch, du kannst dein hübsches Gesicht darauf verwetten. Nimm deine dreckigen Hände. Und wenn ich es tue, reiße ich dir den verdammten Kopf ab und schicke ihn dem Kult als Beweis. Er ist ein Kultmitglied. Jetzt bist du tot, mein Freund. Jetzt habe ich noch mehr Gründe. Du kanntest... Oh ja, ich kannte sie. Sie hat nichts als Ärger gemacht. Aber das bekommt sie zurück. Wenn ich mit dir fertig bin, finde ich deine Mutter. Und bringe ihr deinen verdammten Kopf. Dimas wäre bestimmt sehr gerne hier. Nicht, wenn ich ihr deinen zuerst bringe. Alter, ich bring ihr nicht den Kopf. Aus meiner Stadt. Ich bring den ganzen Körper in Einzelteilen. Nicht mehr. Verpiss dich aus meinen Straßen! Der Hülker ist tatsächlich ein Kultist. Das trifft sich ja gut. Und zu welcher Sparte gehört er? Hier unten. Na dann. Komm mal her. Und du bist gleich tot, mein Freund. Lass mich mal kurz eine Fackel entzünden. Hallo. So, mein Freund. Oh, okay. Das wird ja ganz schnell vorbei sein. So, weißt du was? Ich kümmere mich erstmal um deine Männerkin hier. Was ist das denn? Das ist deine Leibwache oder was? Das ist doch ein Witz, ist das doch. Junge, ich sehe hier zwar nichts, aber... Das ist ja lächerlich. Das ist doch lächerlich. Was wollt ihr denn, ihr Hampelmänner? Denkt ihr, ihr haltet mich auf? Guck dir das mal an, Junge. Zack, zack. Du bist gleich dran, Höker. Du bist gleich dran. Wow, fuck. Hilfe. Komm her, komm her. Feierabend. Feierabend. Ja, ja, komm. Schwing deine Keule, so viel du willst. So, und jetzt zu dir, mein Freund. Pass mal auf, was ich hier Neues gelernt habe. Komm mal her. Bam, bam, Junge. Und dann gibt's noch einen drauf. Ach, Hökerchen. Ach, Hökerchen. Das war ein Fehler. Meine Mutter anzufassen, das war ein Fehler. Du bist so tot, mein Freund. Du bist so tot. Komm her. So, Junge, da trete ich dir nochmal in die Eier. Ich probiere alles an dir aus, Junge.
So, guck mal, dann gibt's noch mal einen mit der Keule. Zack und zack, Junge. Dann noch mal rauf da und rauf. Hökerchen, Hökerchen, Hökerchen. Kriegst du noch mal einen Tritt in die Eier. Zack. Und noch mal einen in den Kopf. Komm her. Und jetzt mache ich Feierabend. So, na dann gehen wir mal hin zu dir, du kleiner Mieser. Ich hätte gern noch gesehen, wie dir Deimos das Genick bricht. Mach dich nicht lächerlich. Warte, halt! Die Menschen von Korinth müssen ihn sterben sehen. Nein. Antusa? Antusa? Nimm ihn weg hier und bring ihn in das Theater. Zeig den Menschen seine Feigheit. Okay, wir können jetzt nochmal entscheiden, was mit ihm passiert. Das muss also irgendwie wichtig sein. Aber warum? Nee. Ich bring den jetzt hier um. Nein. Und wehe, die sagt mir jetzt nicht, wo meine Mutter ist. Wolltest den Tod? Hier ist er. Eine Schande, dass die Menschen ihn nicht ausbluten sehen. Seine Schreie hätten die ganze Stadt erfüllt. Er ist tot. Ich habe meinen Teil erfüllt. Ja, du hast recht. Er ist tot. Bring seine Leiche zum Platz. Die Leute sollen wenigstens einen Blick auf ihn werfen. Was dich betrifft, Alexios, ich schulde dir Informationen. Wir sprechen über deine Mutter. Nur nicht hier. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken. Und endlich kann ich auch mal Alcibiades dankbar sein, weil er dich schickte. Er steckt mehr in ihm, als man vermuten würde. Da steckt eine ganze Menge in ihm. Von diesem Monster befreist. Es verschafft mir, was ich brauche. Es war zum Wohl der Stadt. Alle profitieren, alle gewinnen. Aber da war noch ein Schatz in der Höhle. Geschäftspartner erwiesen. Apropos Geschäft, du schuldest mir etwas. Muss ich da jetzt nochmal hin? Ja, Myrine. Sie kam und verließ Korinth in Eile. Doch sie hinterließ bleibenden Eindruck bei mir, wie ein großer Sturm. Daran kann ich mich auch sehr gut erinnern. Eine starke Frau, von großer Intensität. Sie suchte ihren Platz hier in Korinth, doch sie fand nicht, wonach sie sich sehnte. Du sprichst gütig von ihr. Du warst ihre Freundin. Vielleicht oberflächlich. Sie war erfüllt von einem Schmerz in ihrem Innern, den niemand durchdringen konnte. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr zwei euch kennengelernt? In dieser Nacht regnete es in Strömen. Ich sah sie auf der Straße schlafen und bot ihr Obdach. Sie war eine Landstreicherin? Ich frage mich, was mein Vater davon gehalten hätte. Ich weiß nicht, was ihr passiert ist. Sie sagte mir nur, dass sie den Ort verlassen hatte, der sie entzweite. Sparta. Und was hat sie so in Korinth gemacht? Hat sie Arbeit gefunden? Sie blieb für sich, ein Auge immer auf den Hafen gerichtet. Sie hätte bei uns bleiben können. Aber ich denke, sie suchte nach etwas anderem. Was hat sie so über Sparta erzählt? Hat sie nichts über ihre Vergangenheit erzählt? Einen Mann, ihre Familie? Gar nichts. Der Gedanke an Sparta betrübte sie nur. Es war, als würde ein Teil von ihr fehlen. Gut, sag mir, wo sie als nächstes hinging. Und nach Korinth. Wohin ging sie dann? Nun, das weiß ich nicht. Sie muss dir irgendeinen Hinweis geben. Prima. Ich glaube nicht, dass sie wusste, wohin sie gehen wollte. Alles, was ich weiß, ist, dass sie beim Würfelspiel ein Schiff gewann. Tücher schuldete ihr wenigstens das. Ich erinnere mich an den Namen des Schiffs. Klang der Sirenen. Klang der Sirenen. Es war berühmt dafür, jedes Hindernis, das Poseidon bereithielt, zu überstehen. Hab Dank, Antusa. Mögen dich die Götter mit sanftem Blick bedenken. Besuch mich jederzeit. Ich halte dich über Korinth auf dem Laufenden. Es scheint, mich erwartet eine interessante Zukunft. So wie mich.
Klang der Sirenen. Wenn ich jemanden finde, der das Schiff kennt, komme ich ihr langsam näher. Alter spartanischer Heldenhelm. Die Männer des Hökers arbeiten jetzt für mich. Nieder mit dem Höker. Quest abgeschlossen. Level 24? Ah! Ärgerlich. Ärgerlich, schade. So, ich muss jetzt, glaube ich, wirklich noch... Ein Kultistenhinweis ist in der Nähe. Wo? Wo? Hier oder was? Oh, 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 oh. Ja, komm, lauf vorbei. Wo ist der Hinweis? Oh, ich würde gerne jetzt in dieser Folge noch 24 voll kriegen. Komm, soll ich nochmal schnell? Wir haben noch bisschen, ganz bisschen Zeit. Soll ich mal schnell die Bude hier angreifen? Klack, 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 klack. Vielleicht ist ja da auch der Kultisten-Hinweis. Das ist doch ganz woanders. Was soll ich denn da? Nein. Komm, ich versuche jetzt mal mein Glück. Ob ich die jetzt noch schaffe in der Folge. Zack. Haus des Anführers. Vielleicht reicht das ja schon. Wir machen sicher gut auf. Für Level. Der kommt hier hoch. Okay. Dankeschön. Oh, es reicht. Es reicht. Geil. So. Aber dann haben wir doch schon ihn, oder? Oder habe ich das... Das habe ich doch noch nicht abgeschlossen, oder? Das habe ich schon abgeschlossen. Scheiße. Okay. Ich muss zur Heiligen Höhle, dann mache ich wenigstens die Heilige Höhle noch. Wird nicht reichen für Level 24, aber drauf geschissen. Machen wir in der nächsten Folge dann. So, wo waren die nochmal? Da. Hier ist der komische Brunnen. Das war hier, ne? Das holen wir noch schnell und dann machen wir Feierabend. Ist da der Söldner in die Höhle rein oder was? Zack. Ich frag mich, ob ich... du hast nichts gesehen, Wolf. Ob es ein Level gibt, irgendwann als Söldner, wo dich die Söldner einfach nicht mehr angreifen. Wenn ich jetzt zum Beispiel der beste Söldner bin, dann werden die trotzdem noch kommen. So. Geil, dann haben wir das abgeschlossen. Freunde, ich glaube auch in der nächsten Folge werde ich mich so ein bisschen um Kleinkram kümmern. Weil wir haben jetzt viel Story gemacht, ne? Ich glaube, ich mache mal wieder so ein paar Orte abschließen und so, ne? Fragezeichen von der Landkarte streichen und so weiter und so fort. So, dann haben wir den Ort hier abgeschlossen. Oh, aber weißt du, wie ich vielleicht Level 24 erreichen könnte, wenn ich jetzt den Söldner umbringe? Sagten die Zeit, ja komm, den schaffen wir noch. Oh Gott, Giftpfeile. Ah, Giftpfeile. Bam, Junge. Jetzt gibt's die Sense, mein Freund. Zack. Oh, oh, Baby. Okay, komm mal her. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Zack. Ja. Nein! Oh Gott, ich hasse sie! Ich hasse sie! So. Feierabend! Tut mir leid, Wolf, aber wenn du mich angreifst, bist du selber schuld. Neun Söldner... Hab ich nicht... Okay. Nein, es reicht leider nicht für Level. Aber der könnte reichen. Nein, der könnte auch nicht reichen. Ja, kommt ruhig alle her. Kommt ruhig alle her.
Zack. 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 Alter, Junge, Junge, haben die einen Stich drauf. Ich muss auch echt mal in diese Arena, aber da kann ich, glaube ich, noch nicht hin, ne? Das war irgendwann Level 30 oder so. Aber dauert ja auch nicht mehr so lange. Söldner besiegt. Es reicht nicht für Level 24. Schade, schade. Okay, Freunde, jetzt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und morgen geht's weiter. Macht's gut, bis dahin. Ciao.